Die Feuerwehr Lauterbach Löschzug Mitte wurde heute Nachmittag alarmiert zu einem Verkehrsunfall auf der K84. Das ist zwischen der Abfahrt Wutlos, Höhe Schloss Eisenbach und dem Ort Wutlos. Dort in einer langgezogenen Kurve ist ein LKW in einen Graben hineingefahren und dadurch umgekippt. Das Fahrzeug lag auf der rechten Seite. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen, nicht eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr sehr schnell befreit. Anschließend haben wir uns noch davon vergewissert, dass aus dem Fahrzeug keine Betriebsstoffe auslaufen und haben die Batterie abgeklemmt. Weitere Tätigkeiten waren für uns nicht erforderlich und die Einsatzstelle ist relativ kurzfristig wieder an die Polizei und den Besitzer des Fahrzeuges übergeben worden. Im Einsatz war der Löschzug Lauterbach Mitte mit 21 Einsatzkräften und der Löschzug Lauterbach Süd und hier das Fahrzeug von Wutlos mit 4 Einsatzkräften. Wenn man gemeldet bekommt, eingeschlossene Personen, weiß es aber jetzt noch nicht. Was geht einem da durch den Kopf? Ja, zunächst erstmal ist immer eine gewisse Anspannung da und vor Ort einfach zu gucken in der Situation, wie schwer ist die Person verletzt, mit welcher Herangehensweise befreie ich die Person, liegen Verletzungen vor oder ist die Person wie in diesem Fall nur eingeschlossen, wo es dann etwas einfacher sich für uns dargestellt hat. Aber das sind Dinge, mit denen man beschäftigt, man sich schon auf der Anfahrt und letztendlich versucht man natürlich, und das muss auch so sein, dann die richtige Vorgehensweise dann auch umzusetzen. Vogelsberger Zeitung, verlässlich, lokal und aktuell.